Wir sind hier in der DRK-Lehrrettungswache in Freital. Dank dem Praxisanleiter Herrn Schuffenhauer konnten wir heute mal einen Einblick bekommen in die Rettungswache und in die Ausbildung der Notfallsanitäter in Zeiten zu Corona. Herr Schuffenhauer, was hat sich in Zeiten von Corona im Rettungsdienst geändert? Ja, wenn ich jetzt von der Ausbildung sprechen kann, haben Sie ja gesehen, unsere hohen Hygienestandards, die wir so schon haben, sind nochmal erhöht worden. Wir haben zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt. Wir haben die Tische weiter auseinandergerückt. Wir haben die 2 Meter eingehalten. So können wir in kleinen Gruppen doch noch üben, weil unser drittes Lehrjahr, was Sie ja gesehen haben, steht kurz vor der Prüfung. Im Juni soll die Prüfung stattfinden. Und unsere Kollegen müssen eigentlich darauf vorbereitet werden. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen. Leider konnten wir nicht alle Auszubildenden hier weiterbilden. Wir mussten viele in Homeschooling zu Hause lassen. Auch dies funktioniert. Es ist eine Umstellung für uns alle gewesen, für die Azubis, für uns, für die Schule sicherlich auch. Aber es funktioniert. Die Auszubildenden geben ein positives Feedback und wir sind eigentlich guter Hoffnung, dass es nach Corona wieder so weitergeht, wie es jetzt abgelaufen ist. Ja, vielen Dank, Herr Schuffenhauer, für die Einblicke und bleiben Sie und Ihr Team schön gesund. Gerne, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Ja.